tut sich was. Start zum ersten Rennen des zweiten Tages beim Red Bull Youth America's Cup. Sehr, sehr wenig Wind. Die J-Class Rennen sind heute schon abgesagt worden. Aber die Jugendrennen müssen durchgeprügelt werden. Da gibt es keinen Spielraum noch, um das irgendwie zu verlängern, weil ja schon, naja, bald kommt der richtige Cup. Morgen nämlich. Dürften die letzten Sekunden schon sein zum Start. Die Startlinie. Hier rechts, ganz außen rechts, ist die rechte Startlinienbegrenzung. Andere sehen wir hier links vor dem dänischen Schiff. Deutsche Teamschiff wird sehr früh an der Linie. Da haben sie gestern gute Erfahrungen mitgemacht. Die Schweden, die führenden bisher aus der Luftposition. Dänemark versucht es von hinten. Geht jetzt wohl darum, die Zeit richtig hinzubekommen und seine Position zu sichern. Schweden in Luf ist im Moment das Schiff mit der meisten Fahrt. Das deutsche Team hat eine schöne Lee-Position eingenommen. Leider nicht, wie weit es noch bis zum Start ist, aber wir sind schon, die Boote sehen so aus, als ob sie sich schon auf den letzten Metern zur Beschleunigung für die Startlinie befinden. Beziehungsweise der Start scheint schon erfolgt zu sein. Wenn er das war, dann sieht das sehr gut aus für das deutsche Team mit einer schönen Lee-Position, aber die Schweden rutschen eben in Luf gerade schon wieder rüber. Deutschland spitzt an, hebt sogar den einen Schwimmer hoch. Die Schweden auch. Sehr tolle Beschleunigung. Schweden ist eben in Luf drüber gefahren. Hat nochmal, kriegen gerade beide Boote kriegen den Wind ab. Schweden rutscht jetzt so drüber wie gestern das deutsche Team. Aber die Jungs haben den Drücker mitgekriegt, haben sich hochgeluft, um aus dem Windschatten der Schweden rauszukommen. Jetzt kriegen sie den frischen Wind auch. Sieht so aus, als würden sie als zweites Boot an der ersten Tonne ankommen. Schweden rundet jetzt. Und jetzt kommt auch das deutsche Boot mit Paul Kohlhoff am Steuer, Skipper Max Kohlhoff. Ein bisschen näher ran. Magnus Simon, Friedrich Eichhorst, Johann Kohlhoff, den habe ich noch vergessen. Klar, Philipp Kasuske, der zweite Findingi-Segler. Aber bei solchen leichten Wind hier hat diese Position noch gar nichts zu sagen in der Tonne. Immer wieder Windstriche auf der Bahn, die beim Katamaransegeln riesige Speedunterschiede ausmachen können. Wenn ein Boot einen Schwimmer hebt, fast doppelt so schnell, als wenn ein anderes Boot eben mit beiden Rümpfen im Wasser lebt, kann man dann fast sagen. Dänemark ist hier rüber gehalst. Jetzt haben auch Schweden gehalst. Die Jungs sind mitgekommen. Paul sagte gestern noch im Interview, ja, wir waren zwischendurch ein bisschen zu gierig, hätten einfach die vordere Position halten müssen, wollten unbedingt Erster werden. Aber das ist ja gar nicht nötig. Nur Vierter muss man eigentlich werden. Zwei von den 6 Teams hier scheiden aus. Top 4 werden nächste Woche im Finale starten. Deutschland liegt im Moment auf dem 3. Platz. Und in diesem Rennen
fliegt sie gerade, muss glaube ich in Lee von japanischem Boot sein. Nicht so gut läuft es gerade für die Schweizer, die rechts außen liegen, allerdings eine tiefere Position haben. Ja, und da kommt auch die Schwarz-Rot-Gold-Fahne in Lee vom japanischen Schiff ausgeschossen. Es war die Möglichkeit, dass sie an den Schweden vorbeigezogen sind. Dänemark hier ganz über links. Links sehen wir auch schon das Tor, diese weißen, ja, was sind denn das? Eckigen Schwimm, fast Pontons im Wasser bezeichnen das Lee Gate. Dänemark halt jetzt, die Ley Line zu treffen. Zweikampf zwischen Japan und Deutschland. Japan ist gerade ein bisschen schneller in Luv. Rüberrutschen. Japan liegt momentan in der Gesamtwertung auf dem letzten Platz. Die Schweizer haben sich von hinten ein bisschen rangearbeitet. Das muss man im Auge behalten. Die Franzosen, die auch sogar auf Platz 2 liegen. Momentan. Ja, was letzter, wenn sie an Dänemark nicht vorbeikommt. Dänemark hat Vorfahrt. Super, das deutsche Boot hat die Leyline genau getroffen. Geht als erster um die Leetonne. Ins linke Gate. Die anderen beiden mussten nochmal halsen, sind auf die rechte Seite zugefahren. Das ist ein Bild. Gestern sagte Paul in der ähnlichen Position, wir waren lange zweimal an erster Stelle. Schön wird jetzt in die Böde, der Rumpf kommt hoch. Mit zu gierig meint er, genau in so einer Situation jetzt quasi auf die andere Seite zu wenden, um die Gegner zu covern und damit eben zusätzliche Manöver eingebaut zu haben. Das wäre nicht nötig gewesen. Lieber auf eine Seite fahren, frei fahren. Und das scheinen sie jetzt gerade zu machen. Also, covern ist nicht immer sicherer, sondern eben jedes Manöver. Es dauert so lange, bis man wieder in Fahrt kommt, dass man sich die einfach sparen muss. Ja, die Winddreher nicht immer so entscheiden. Jetzt wendet das deutsche Boot hier auf der Seite. Sah nach einem guten Dreher aus. Vorher abgefallen und danach, also wenn das deutet dann auf den Rechtsdreher hin, der will perfekt in Szene setzen. Wunderschön, hat auch die, sobald ein bisschen Druck da ist, kostet die Wende auch nicht so viel. Also auch die Leeton-Seite quasi, wenn wir auf die rechte Seite der Start, der Kreuz gebracht hat, scheint genau richtig zu sein, nämlich Schweden muss weit achteraus passieren und das zweite Boot, was mit dem Deutschen hier drüben gesegelt ist, kann klar crossen vor den Booten, die auf der linken Kreuzseite angefangen haben. Den deutschen Grand Speed im Vergleich zum Lee-Boot. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Könnten die Franzosen sein. Also Luftgate ist hier oben rechts. Das sind zwei Tonnen. Da,
sind sie. Da müssen wir hin. Schöner Druck für die beiden führenden Boote. Das ist, glaube ich, die Schwarze. Ja, ein ziemliches Comeback. Auf dem Vorwind noch letzter. Ja, es müsste die Schweiz sein. Ganz wichtige Punkte, weil die Jungs waren schon mächtig unter Druck gestern. Als Top-Favoriten mit einem richtig großen Frost, viel Geld drin, sehr professionell vorbereitet und gestartet. Und gestern wurde es schon ein bisschen eng dann. Aber ist doch toll. Jetzt langsam locker aufsegeln. Richtige Entscheidung am Legate. Und zweiter oder in Position jetzt auf jeden Fall würde reichen, um locker die Top 4 zu machen. Und jetzt hier nochmal das schwedische Team. Das kommt hier gerade auch flott an, mit Druck von der rechten Seite. Ganz gut Boden gut gemacht haben. Deutschen und Schweizer quälen sich gerade auf dem anderen Boot hier rüber. Wir haben mal wenig mit einer Wende fahren müssen. Sieht auch noch nicht so aus, als ob die Anliegelinie da. Da ist das Tor. Das ist knapp bei dem aktuellen Winkel. Wir haben uns jetzt schön vor den Schweizern positioniert. Aber die sind wirklich schnell. Team Tilt segelt auch in dem GC 32 Circuit auf dem bei der Extreme Sailing Series. Jetzt sehen wir den Cross, kommt Schweden vorbei. Nicht ganz. Nee. Wir haben nach dem Backer auf dem, am Anfang der zweiten Kreuz oder auf der die erste Kreuz den Rückstand wieder aufgeholt. Die Deutschen kriegen jetzt hier noch einen Linksdreher, die zur Tonne zum Gate bringt, aber wir müssen noch mal wenden. Ja, da kommt die Wende. Das sollte jetzt eine sichere Layline sein. Frage ist, welche Seite jetzt auf dem Vormundkurs? Das linke Tor nehmen, ist es natürlich ein Manöver weniger. Und der Wind sieht gerade auf der anderen Seite besser aus. Hier rumwenden. Ja, wir wenden nochmal. Und von oben kommt hier der frische Wind. Schöner Vorsprung bei einer ganz schwierigen Kreuz bei sehr leichtem Wind hier. Schon wirklich souverän aus. Aber die Schweden haben jetzt einen ganz starken Linksdreher da erwischt, schaffen es vor den Schweizern zu crossen. Wow. Kommen mit Speed richtig an um das Gate. Und die werden gleich den Deutschen ganz schön im Nacken setzen auf dem Vorwind, die da immer noch stehen und nicht den Schwimmer in Luft heben können. Die haben mehr Wind. Muss jetzt aber auch tief halten. Und ja, dabei kommt der Luftschimmer eher ins Wasser. Schweizer nehmen die andere Tonne. Das ist jetzt gerade der beste Winddreher für die andere Tonne. Oh, die Schweden kommen wieder Bein hoch. Rutschen sie im Deutschen noch drüber. Olaf spitzt richtig an hier, auch um zu verteidigen. Ja, das ist Schwimmer oben hat, ist das auch nicht zu verteidigen. Das ist jetzt ärgerlich. Einfach mit Druck auf dem gleichen Kurs. Rutschen die Schweden vorbei. Es wird gleich nur zu verteidigen. Ja, irgendwann müssen sie. Ja, Luftmanöver, sehr schön. Kommen offenbar noch ran und dann muss vielleicht irgendwann die Leyline erreicht sein. Mal gucken, wie lange sie es wirklich pushen. Die Schweizer auf der anderen Seite haben gehalst.
komme jetzt fast im Kielwasser herüber. Ah, jetzt gehen die Leute. Hier ist ja der Wind. Das ist das, was die Jungs gesehen haben. Deshalb haben sie hier die rechte Seite genommen. Von hier oben kommt der frischere Wind rüber. Das hat eben auch die Kreuz schon gezeigt. Und nochmal ein Luftmanöver. Sehr spannend. Aber jetzt ist es schön drüber gerutscht. Da ist dann einfach nichts mehr zu machen. Die Jungs sind ja natürlich auch eng am schwedischen Artemis-Team dran. Wissen, wie diese Boote auch getrimmt werden müssen. Das mag damit zusammenhängen jetzt, aber es kann einfach nur eine Rüge gewesen sein für das Boot, das in Lufa. Mal schauen, Schweden hat den Schwimmer oben, die Deutschen im Moment nicht. Oha, geht schon ins Ziel. Was ist denn mit? Haben sich dann aber die Schweizer richtig vertan. Da muss eine Bahnverkürzung gewesen sein. Jedenfalls ist die Schweiz ja um die andere Tonne gefahren. Ist jetzt wieder zurückgekommen. Ach du. Das wird sie ärgern. Oh, das wird natürlich jetzt auch die Deutschen ärgern, dass dann nochmal Schweden auf diesem Anlieger vorbeigefahren ist. Aber egal, zweiter Platz, perfekt. Aber die Schweiz ist von Platz 3 auf 5 zurückgefahren. Ärgerlich. Das wird ihnen richtig wehtun. Denn wer ist der Gegner? Ja, die Dänen sind vorbei. Und da nehme ich auch den 6. Platz. Sie sind jetzt Dritter geworden. Okay, Japan ist Letzter. Die sind jetzt schon von der Gesamtwertung abgeschlagen. Frankreich hat sich noch um den 4. Platz vorgearbeitet. Da werden sich die Schweizer ärgern. Das ist auch traurig, weil sie sind quasi oben beim Gate um die falsche Tonne gefahren. Ob es eine Bahnverkürzung war oder ob das vorher schon angesagt wurde, jedenfalls haben sie es nicht mitgekriegt. Das ist ein toller zweiter Platz fürs deutsche Team.